Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mad Max. So, wir sollen jetzt zu den Underdünen fahren. Also einmal hier hinten raus. Machen wir hier uns gleich das Navi an und let's go. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir den Boss da besiegen können, ne? Wobei mich ja eigentlich die Festung auch schon so ein bisschen reizen würde. Oh, schreit doch hier nicht so rum. Ist doch nur jemand vorbeigefahren. Noch kümmere ich mich nicht um euch. Ja, und wegen der anderen Nebenquests müssen wir dann auch nochmal schauen, ne? Oh, Saint, is there no other way? None who venture to the Underdune ever return. Road vermin don't scare me. No, not roadkill. Buzzards. It's a vile maze of dread. We can't go. No alternative. Komm ich da überhaupt durch? So wie es aussieht? Ja, kommen wir. Sharpshooter! Uiuiuiuiuiui. Na, guck mal. Aus dem Müll wächst wieder eine wunderschöne Wüste. The dunes. Oh, endless. And everyone a possible trove for treasure. A man could go mad dreaming of it. No detours. We follow this road or risk getting lost forever. So, mal kurz hier ein bisschen Gas geben. That must be it. Up ahead. The tower! A black beacon for those tunnels of doom. Na, gucken wir mal, ob der wirklich so schlimm ist. She's soaring! Wo steigen wir denn auf? Wir fahren doch hier gerade nur ein bisschen auf Sand rum. Man erkennt richtig so, dass das ein altes Flugfeld war. Looks like the Underdune was an airport. So many awful tales about this place. So, jetzt geben wir noch mal ein Stück Gas und hier sind wir. Harpoon's ready, Saint. Ja gut, das geht nur mit der Harpune, denn hätte mir den Rammversuch ja sparen können. Oh, that mystical sphere. What manner of pagan temple once stood here? Focus. We're here for the bulbs. Okay. No turning back. Oh, what crouching horrors await us in that gloom! Keep your eyes open, and your voice down. Sollst sogar sechsmal... This is not right, ain't right, it ain't right to bring the magnum opus into this wicked hall! Oh, this will surely be our grave! Sollst auf jeden Fall nochmal sechsmal Schrott geben. Blood-hungry buzzards and their grim traps! Be wary. Oh nee, jetzt hänge ich hier an irgendeine Käse fest, oder was? Mhm. Ja, bis jetzt geht's aber. Heiliges, ist es hier verschachtelt. Aua. Ja, Vorsicht. Mit Feingefühl fahren. Oh, explodier ruhig.
wollte ich ja sowieso nicht lang. Oh, puff. Ich glaube, ich finde hier die 6-mal Schrott und fahre jetzt hier nicht an Schrott vorbei. Ich würde es ja gerne mitnehmen. Das Auto das mitmacht. If we cannot lower that bridge, we will go no further. I'll do it. Stay here. Oh, okay. Larry, I feel their red eyes upon us, upon her. Ich hab den Leuchtezwerg schon gesehen. Hallo. Oder auch nicht. Why don't they attack? Das frag ich mich jetzt auch gerade. Okay, hier kriegen wir nochmal Munition. They're observing. Studying me. Aber warum? Na gut, denn. Kann ich das Ding jetzt hier nicht. Ah, jetzt. Binde die Lampe. Let's get out of here, then. Machen wir mal weiter. Ganz langsam. Ah. Dass die Aufhängung das mitmacht bei den ganzen Treppen hier. It's big. So vast, the cavernous belly of the Underdome. Okay. Da kannst du fast ein Rennen drinne fahren. Alter Schwede. Oh, these murky hollows and holes. They were once filled with older worldly goods and treasure, now empty. We go deeper until we find what we came for. Und wieder rein in den Tunnel. Oh. Holes and hollows. I hear them scurrying below like deadly bugs. Ein bisschen krass gestaltet hier. Und überall Sand. Sand, wo das Auge nur hinguckt. All is looted here too. Gotta keep on. Wir fahren einfach mal weiter. Mile upon mile, it never ends. Jetzt selber habe ich mir auch gerade gedacht. Eine Meile nach der nächsten. Oh joy! Oh, the ladies! We get them, Osaint, and we bring them back to the outcrying big bag in Gastown. Huh? We will. But how to reach them? Not by car, anyway. Na gut. Oh, tread lightly. Who knows what terrors lurk in that glow? Dann schauen wir mal. Here they all are. Our cries errand boys. Ah. Mal kurz durchquetschen. Die werden mir doch bestimmt gleich irgendwo auflauern. Ach nee, der Hinweis kommt früh. Da sehe ich einmal Schrott. Der muss ja mitgenommen werden.
Gut, dann guten Appetit. Sind wir mal gerade nicht wählerisch. Hier ist auch nochmal Schrott. Okay. 2 von 6 Mal, ne? Machen wir erstmal ganz normal weiter. Okay, das dritte Mal. Eine Passagiermaschine komplett abgestürzt. Nee, nichts. Wäre zwar auch ein arschiges Versteck gewesen, weil man da wäre man ordentlich dran vorbeigelaufen, aber lieber mal gucken, ne? Da ist nochmal Schrott. Okay. Hier haben wir nochmal Munition. Hier würden wir sogar... Irgendwas hat hier ordentlich gerumst. Ich hab's nicht gesehen. Würdest du es nochmal machen? Nee? Aha. Where are you running? Oh, hier ist gleich zweimal Schrott nebeneinander. Okay, wir haben im Suchbereich schon mal wenigstens 100%. Das ist just a bunch of mannequins. Ha! Gotta be this way. Hab ich mich jetzt erschrocken? Alter, können die ja keine Puppen da hinsetzen? Warte auf mich! Oh, there it is. Stop! Grab the bulbs and get out. Okay, schnapp dir die Lampen und verschwinde. Yeah, this should be enough for Twinkle Toes. Na gut. Ein bisschen Disco machen, ja? Vergiss es. Alter, jetzt kommen die ja wieder alle geflogen hier. Okay. Oh, ich konnte noch nicht mal mehr zuschießen. Ihr seid aber auch richtig garstig, wa? Okay. Zack, nächsten. Vergiss es. Und knacks. Vergiss es, den nehme ich erst hier raus hier, bevor du mich hauen willst. Knacks. So, und zack. Nee, ihr solltet noch ein paar mehr schicken. Jetzt bin ich langsam warm. Vergiss es. Okay. Oh, das war verdammt schlecht. Okay.
So, und weg mit dir. So, du willst mit einer Waffe kämpfen? Kein Problem. Dann kämpfen wir halt mal ein bisschen mit einer Waffe. Und zack. So, Waffe aufheben. Okay. Ich glaube, das passt denen nicht so. Na, dann geben wir mal Gas. Alter, wie krass. Hoppala. Was hat er da jetzt hingelegt? Gehen wir mal aus dem Weg. Nicht so cool. So, jetzt hier schnell wieder den selbigen Weg raus. Ah, oh, blöde Ecke. Nein, die Sandwege sind schon ein bisschen schwierig. Wow. Oh, sorry. Lauft ihr mir auch entgegen? Ah, weil man nicht so richtig ausweichen kann, ne? So, jetzt hier einmal über den Sandhügel. Gleich wegmachen, bevor er Scheiße baut. Ich baue schon genug Scheiße. So, oh. Land nach. Oh, 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 oh. Eieiei. Dass die einfach so aus dem Sand kommen können, ne? Dass sie immer noch einsatzbereit sind. So. Komm, 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 gib Gas. Dann haben wir den Tunnel. Okay, hier sind wir eigentlich nicht lang gekommen. Okay, können wir denn jetzt oben nach Gastown schnell reisen? Würde mich jetzt mal interessieren. Ja, können wir. Ja gut, dann brauchen wir den Rest nämlich nicht fahren. Und können ihn jetzt seine Lämpchen bringen. My ladies! I'll sparkle for miles! But you're still alive. And now I'm joining the Rices. Looks like you earned it. Let's see. Well, that can work. Ah, you'll just have a little accident. And presto! A new contestant! What's your handle, lady boy? Yeah. One more thing. You need a partner. Someone cleared for fighting at the Gastown races. Yeah. Well, not too many left to choose from. I'd hurry. Hauptmission abgeschlossen. Der Tanz mit dem Tod. Hab dem Outcourier gegeben, was er wollte. Und er lässt mich beim Gastown Ren starten. Allerdings brauche ich immer noch einen Kämpfer. Fighters,
find him hanging out around the Ovary. Okay, Pinky A hat eine neue Ödland-Mission für dich. Ja, gut. Ich frage mich immer noch, wo das Grab sein soll. Das ist Pinky. Ach, da unten. Boah, Alter, das ist ja richtig weit weg. Gut, dann holen wir uns jetzt erstmal das Grab, bevor wir jetzt eine neue Mission starten. Das ist ja eine Nebenmission, die wir auch schon etwas länger haben. Da unten soll ein Grab sein, na denn? Schauen wir mal. Kriegen wir jetzt ein Bike oder so? Das wäre auch ganz geil. Beim Motor her, Kriegsher. Oh. War vollkommen in die falsche Richtung. Man merkt, ich war hier unten schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ah, stimmt, hier unten waren ja die ganzen Friedhofsteile. Und ich weiß auch, glaube ich, schon, da waren wir, standen wir sogar schon mal vor und hieß es, ja, du kannst nun per Quest hier rein und so. Ja, das, glaube ich, könnte das sein. Das haben wir ja damals hier mit in einem Mitte des Sandsturms hier gemacht. Nur weil ich es konnte. Ich glaube, den Weg sind wir gar nicht runtergefahren. Wir sind einen anderen Weg gefahren. So. Du willst auch? Kein Problem. Ja, genau hier. This must be it. We use the harpoon. Gut. Da ist das Grab offen. Da wollen wir uns doch mal im Grab umschauen. Viermal Schrott haben wir auch hier. The woman wasn't mine. Ah? Okay. Da haben wir auf jeden Fall schon mal zweimal Schrott. Dreimal Schrott. Benzin ohne Ende. Okay. Dann nehmen wir hier mal mit, ne? Wahrscheinlich muss ich das Auto erstmal gleich betanken. Könnte gut möglich sein, deswegen nehme ich mal gleich einen mit. Ne, das ist nur eine Flasche. Hey. Na gut. Dann wollen wir dich doch mal betanken. Mal gucken, wie viel du schon drin hast. Ja, ich wusste es. Es ist komplett leer. That's enough. Na komm, aber ich bin verschwenderisch und da ist auch der letzte. Das klappt ja ganz gut. So, einmal zack. Und dann hole ich mir hier nochmal einen Kanister. Und tank das Ding jetzt voll, hoffe ich mal. Dank unseren exzellenten Tankerfähigkeiten können wir aus wenig Sprit sogar viel rausholen. Jawoll, ist schon wieder schon voll. Oh, 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 oh. Das war verkehrt, ich wollte es ablegen, aber na gut. Dann gucken wir mal. Das Ding sieht aber gefährlich aus. Okay. Alter, der Motor heult doch schon mal gut. Still in one piece.
Better get it to a stronghold. Okay, zu irgendeiner Festung. Ja, dann würde ich sagen, gut, Gash, ne? Das sieht aus mit dem Bike da drauf. Gut, fahren tut sich das Ding jetzt nicht so geil, aber es geht. Alleine der Beschleunigung. Hört sich an, als wenn ich jemanden erschießen würde. Ja, bei so... Oh, Alter, das hat ja fast gar keine Haftung. Du kommst doch fast gar nicht rum hier um die Ecken. So, ihr habt ein kleines Problem. Finde ich super. Jetzt habt ihr ein größeres. Jetzt habt ihr ein größeres. So, einmal rum hier. Da drüben haben sie auch wieder ein Problem. Komm, wir sind doch mal ein bisschen hilfreich. Und so, ne? So. Haben wir mal wieder geholfen. Mann, waren wir nett. So, ihr wollt auch hier nicht wirklich entern, oder? Überlegt ihr das? Der Wagen ist niegelnagelneu. Ja, gut. Okay, Geister der Vergangenheit. Es ist noch nicht ganz klar, ob der Daemon Chariot hilfreich sein wird. Doch er ist mächtig und schnell. Kann nur hoffen, dass die Geister der Vergangenheit mich nicht im Schlaf verfolgen. Okay. Ein neues Fahrzeug hinzugefügt. Passt ja schon mal. Wir haben ja jetzt sowieso hier noch, so ja, wir haben ja noch alte Dinger hier. Die müsste ich dann nochmal anklicken, damit sie dann auch nicht mehr als neu degradiert werden. Gut, dann haben wir jetzt ein neues Fahrzeug. Jetzt haben wir nochmal eine neue Nebenquest. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut, bevor wir zur nächsten Nebenquest übergehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.